Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer nigelnagelneuen Folge Green Hell. Leute, dramatisch endete es das letzte Mal, als ich fast verdurstet auf diesen staubigen Flugplatz stolperte und dort habe ich gespeichert und hoffe, dass wir heute nicht an diesem Wassermangel verrecken werden. Kommt mit mir mit, direkt hier zurück in unser Spielchen. Wie immer, hier habe ich alles vorbereitet, bin ich nicht krass. 39 Tage sind wir schon am Leben. Einmal musste ich mich erbrechen, das ist, finde ich, okay, oder? Für so einen Dschungel-Noob. Kopfhörer auf, ich brauche ein bisschen Mucke. Zurück ins Spiel. Was versuche ich jetzt als allererstes? Ich versuche als allererstes, Wasser mir zu besorgen. Wie mache ich das? Nun, ich gehe erstmal raus und guck, welche Option ich habe. Wie schlimm geht's mir denn? Ich habe auch Parasiten und alles, ey. Leute, Paranoia, Parasiten, alles irgendwie. Ich guck, ob ich hier irgendwo... Sind da Kokosnüsse dran? Nee, oder? Ah, Mist. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo Kokosnüsse finde, aber... bevor ich jetzt hier irgendwas mache, baue ich einen Wasserspeicher. So einen Wassersammler. 4 lange Stöcker, das kriege ich hoffentlich irgendwie noch hin. Natürlich jetzt nicht unter. Hier müsste gehen, oder? Okay, pass auf, das mache ich mal als allererstes. In der Hoffnung, dass. Das vielleicht noch reicht irgendwie. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich mich hier aufhalten muss. Aber dann habe ich das schon mal irgendwie gemacht. Und zack, noch ein. Zack, zack, zack. Eure Comments sind immer sehr hilfreich. Ich lese die auch alle fleißig. Ja, noch normale kleine. Hack, los, zack ihn. Nimm. Nimm genau eure YouTube-Comments, die gucke ich mir immer an. Da helft ihr mir sehr, wie sagt man? Gut, sehr gut. Ein Autorücksitz? Ach was, das ist ja sensationell. Da gibt es einen Autorücksitz, auf dem ich schlafen kann. Mega gut. So, ich brauche noch, glaube ich, 2 Lianen. Aber das ist natürlich jetzt nicht für unmittelbar was, ne? Das dauert natürlich einen kleinen Moment, bis das fertig ist, aber... Also, ich hoffe mal, das wird dir hier reinregnen. Ja, Baby, ich weiß, du musst trinken. Es ist auch irgendwie nicht deine Schuld, es ist meine Schuld. Ich finde 11 Bananenblätter auch echt ganz schön viel für so eine Konstruktion, muss ich sagen. Jetzt brauche ich noch einen anderen Busch. Ja, da ist noch einer. Ich weiß, du brauchst einen Drink. Ich weiß, ich weiß. Ich arbeite dran. Du brauchst dringend einen Drink. Ich kenne das Gefühl. Und dann... Jetzt habe ich das gebaut. Jetzt will ich noch eine Kokosnuss drunter legen. Oder vielleicht sogar so einen Panzer. Da kommt sogar noch mehr rein vielleicht. Was machst du denn da? Geh mal weg. So, es müsste doch hoffentlich... Nee, geh mal weg. Ich habe das Gefühl, dass du da vielleicht irgendwie die Konstruktion behinderst. Oh, schade, dass ich so ein Schwein nicht trinken kann. Okay. Also das hier ist ja wohl offensichtlich zu reparieren. Okay, jetzt kann ich hier vermutlich das Funkgerät benutzen. Aber... Ich will erstmal noch gucken, ob ich eine Palme mit Kokosnüssen finde. Eine trächtige Palme. Eine prächtige, trächtige Palme. Das hat jetzt Priorität. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn ich das Funkgerät benutze. Nachher kommen mir die Drogen wieder zurück und dann muss ich irgendwie abhauen schnell oder so. Bevor ich das jetzt angehe, lass mich erstmal checken. Hier sind überall Palmen. Gibt's, hier muss es doch mal irgendwie auch eine Kokosnuss geben. Aber da sind keine dran. Ich bin unzufrieden mit der Kokosnuss-Situation. God, I'm thirsty. Ja, ich weiß, Homie, ich weiß. Ich verstehe dich auch und ich fühle dich auch und so. Aber ich bin doch schon auf der Suche. Und wenn es hier partout keine Kokosnüsse gibt, es ist doch nicht meine Schuld. Ich muss auch mal wieder was essen, aber ich... was habe ich denn? Mir geht's irgendwie... Also... Im Allgemeinen nicht so gut.
Mir könnte es deutlich besser gehen. Ich könnte mal ein Feuer machen und mir so ein bisschen hier, was ich von diesen Pinöppeln da braten. Was haltet ihr denn davon? Aber ich meine, das. Da wird ja Wasser gleich in meinen Spender kommen, aber es ist natürlich nicht genug. Eigentlich muss ich auch nochmal ein Feuer machen. Gibt's hier einen Grill irgendwo? Ich habe so viel zu tun, Leute. Ah, da ist der Leguan. Ja, das interessiert da den Lütten, interessiert das gar nicht. Haben wir gerade seine Mutter oder seinen Vater hier. Das interessiert ihn gar nicht. Die hatten eh kein gutes Verhältnis miteinander. Oh, jetzt bin ich auch original mega dreckig. Meistens haben die ja irgendwie noch einen Grill rumstehen, aber ich habe jetzt hier noch keinen gesehen. Könnte natürlich sein, dass hier einer ist, aber. Warte, ich mach mal hier direkt ein Feuer. Am besten neben direkt in dem Stromkabel, ne? Aha. I need to rest. Ja, ich weiß, du. Dir geht's nicht gut, du hast Hunger, du hast Durst und so. Ich bin voll bei dir, Homie. Komm hier, einfach ist jetzt auch egal. Hatte ich hier nicht noch ein bisschen Holz rumfliegen? Thirsty. Ja, du hast Durst, ich weiß. Kann ich das nochmal zerhacken? Ne, es bleibt einfach. Die kann ich nicht zerhacken. Dann, wie sieht's denn hier aus? Ist da schon was drin? Zauber! Oh, ein bisschen Nothydration. Das gibt mir ein bisschen mehr Leben. Ein bisschen mehr Lebenszeit. So, ich muss mich auch gleich schlafen legen. Waschen müsste ich mich auch. Oh. Oh, Stock. 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 Hack. Zerhack ihn. Oh, er ist echt auch sauer jetzt. Ich verstehe das auch total. Ich verstehe dich total. Komm, du kannst auch gleich schlafen. Du kannst dich gleich hinlegen. Wie schwer bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, 50,3. Ach, come on. Ich kann auch nicht wirklich eine Knochensuppe machen, weil ich habe hier keinen Zugang zu Wasser, auch nicht zu dreckigem Wasser. Ja, ein Stock fehlt mir jetzt, oder was? Ich hab doch hier gerade einen hingeschmissen. Ach Leute, macht's mir doch nicht so kompliziert. Ist er hingefallen? So, schaffe ich es Feuer zu machen? Nee, wahrscheinlich will er erstmal pennen. Dann gehe ich jetzt. I need to rest. Oh Mann, ist hier noch Wasser drin? Oh ja. Kann ich fast noch einen zweiten bauen gleich. So, ich leg mich aber hier mal im Inneren hin. Ich hab das Dosenrindfleisch. Geil! Stimmt, ich habe ja hier auch noch eine andere Dose, die kann ich auch mal essen. Ja, okay, aber zu trinken hatte ich hier nichts gefunden. Pfeile. Kein Platz mehr. Oh, eine unbekannte Frucht. Essen. Ah, sie hydriert mich aber nicht so richtig. 17 Stunden. Ja, komm, ich leg mich mal ganz kurz hin. Ein kleines bisschen. Habe ich ein bisschen mehr Energie bekommen. Boah, das nimmt hier rapide ab. Ja, komm. So. Jetzt brate ich mein Fleisch. Leere Dose. Und dann nehme ich direkt ein leckeres Kaltgetränk hier aus der Schüssel. 25 Hydration. Mmh. So, pass auf, jetzt machen wir Feuer. Ah, natürlich jetzt nichts mehr. Nehmen wir mal das Vogelnest. Das schaffst du, ich glaube an dich. So, anzünden und dann braten wir mal hier die Mutti.
So, warte mal. Du bist hier mal komplett weg, bitte. Das kann ich eigentlich auch essen. Wie geht's denn hier aus? Ja. Boah, Nüsse brauche ich auch. Leere Dose kann weg. Tee. Wo sind meine Kokosnussschalen? God, I'm thirsty. Oh, die sind da oben. Guck dir das mal an. So, ich könnte mir noch einen zweiten davon bauen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Und wenn ich damit fertig bin, Leute, kein Stress, dann werde ich natürlich auch das Funkgerät benutzen. Aber ich muss mich hier erstmal ein bisschen stabilisieren, ist das Wort. Ich muss mich ein bisschen stabilisieren. Das mal, ich baue noch so einen zweiten. Was machen wir mal hier? Einen zweiten Wasser. Heini? Ja, warte mal. Wo bist du denn? Was ist damit gemacht? Hack. 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 Nicht auf den Kopf, nicht auf den Kopf. Und. Komm! Alter. So. Liane brauchen wir. Stock. 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 Das ist gut. Da. Ich baue da schnell noch so einen zweiten hin. Direkt daneben. Das ist hier irgendwie dann. Nee, so. So ist okay. Ja. Ah, kleine Stöcke. Ja, erstmal kurz gucken, dass mein Pekari-Fleisch nicht verbrennt. Nimm das. Gut. Roh. Nein. Das ist ja nicht so einfach. Roh. So, genau, das würde ich haben. Wie sieht's denn aus? Ja, kannst du auch mal eins essen. Ich muss mich dringend waschen, Leute. Ich sehe nicht, überhaupt nicht gut aus. Überhaupt nicht. Hm? Nein. Der reicht mir. Lian. Nein. Ich wollte die Liane. Danke. Ich glaube, das reicht. Okay, Palmblätter. Sehr schön. Die darf ich aber noch nicht. Sieht doch gut aus. Noch vier. Die werden wir wohl irgendwo herkriegen. Komm, hier liegt noch eins. Müssen wir noch mal einen Baum schlachten jetzt. Drei brauchen wir noch, Leute. Das schaffen wir doch. Irgendwo noch mal. Ah, da liegt auch noch eins. Reicht trotzdem nicht, meine ich. Da. Ich rode hier den halben Wald. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, du kriegst gleich einen Drink. Du kriegst gleich einen Drink. So, jetzt machen wir erstmal das so. Und dann kannst du hier nochmal sibbeln. Ah, 12 Hydration. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich fühle mich ein bisschen stabilisiert, aber nur ein bisschen. Denn wir müssen uns eigentlich mal waschen. Ich habe total die Parasiten.
Nüsse. Die esse ich mal. Für Fett. Fett ist gut. Brauche ich nämlich jetzt. Okay. Es sieht deutlich besser aus. Als noch vor kurzem. So. Sehr schön. Das ist gut. Der ist auch fertig. Uns geht's eigentlich okay. Dann nochmal einen Schluck Wasser. Ist hier auch schon was drin. Ja, okay. Und jetzt gehe ich mal ans Funkgerät. Beziehungsweise ich speichere, glaube ich, erstmal. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was passiert. Jetzt, finde ich, haben wir uns ganz gut geschlagen fürs Erste. So, pass auf. Dann nehmen wir mal den hier. Und dann gucken, was passiert. Bin ich gespannt. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. I need help. Anyone. Das ist der Schlüssel da oben. Come in, please. Fucking hell. Doch mach's doch nicht kaputt. Ich hab den Schlüssel eben schon gesehen. Copy, this is Manaus Control Tower, over. You can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. What? Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. What? I'm alone. Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm. Stay put. Help is on the way. Over and out. Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Fuck. What the fuck was that? Okay, das ist jetzt echt mega strange. Mia, you're not gonna believe this. I found an airstrip, and the radio is working. Help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right, and since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. This is all strange. Mia, where are you? Please, don't try to find me. You're safe, and that's all that matters. I completed my task. Now your job is to go home. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Oh, this is here. This is us. Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Ich
thirsty. Ja, es geht ja so. Okay, das ist ehrlich gesagt jetzt strange. Mia, come in, please. Wie oft soll ich das jetzt noch drücken? Mia, come in, please. God damn it, don't leave me. Please come in. Also wie lange willst du dieses Spielchen denn noch spielen? Mia, are you there? I will keep looking for you anyway. Help is on the way. Come in. Da ist die Kletterausrüstung. Nice. Ja, okay, also... What is all this? Ah, eine Karte. Yes, baby. A map? Yes. Wie war was? Wo ist denn die neue Karte? Jetzt habe ich auch wieder... Wo habe ich denn jetzt die Egel her, bitte? Ah. Oh, alter Schwede. Wie lange ist das denn noch? Flugplatz? Kletterausrüstung? Okay, jetzt erstmal entegel ich mich jetzt. Jetzt überschlagen sich aber die Ereignisse. Die sind ja so ekelhaft. Ekelhaft. Okay, Leute. Jetzt ist hier gerade einiges passiert. Ganz ruhig. Fangen wir erstmal hier an. Das ist die neue Karte. Hier ist der Flugplatz. Hier sind wir. Da ist die Kletterausrüstung. Damit kann ich mich abseilen. Da bin ich hochgekommen. Hier ist mein Lager. Sehr schön. Da ist die Höhle, wo ich getaucht bin, oder was? Okay, also es deckt wirklich schon den Bereich ab, der hier fehlt. Das ist doch echt praktisch. Da ist der Durchgang, oder? Ist das der Durchgang hier? Hm? 27. Hm. Pieps. Ja, sehr gut. Okay, das ist sehr schön für uns zu wissen. Dann haben wir jetzt die Kletterausrüstung. Ich werde natürlich jetzt den Teufel tun, hier einfach rumsitzen und warten. Offensichtlich ist das nicht das, was ich machen soll. Deswegen werde ich gleich mal wieder dahin gehen und die Kletterausrüstung probieren. Aber bevor wir das machen, erstmal noch Notiz. War, sehe ich doch direkt schon meinen Namen. Sitzplatz, Passagier Higgins, Smith, Sobol, Alvarez, Di Meglio. Habe ich irgendwelche dieser Namen schon mal irgendwo gelesen? Smith, war das dieses Ehepaar? Waren das diese Räuber? Diese fünf? Und der eine wurde ermordet? Diese Krankenschwester oder was? Waren die das? Wieso haben wir kein Gedächtnis mehr? Wir müssen mehr von diesem fantastischen... wie heißt das noch? Allahu Albalu. Habt ihr das gehört? Alter. Shit, die kommen hier angelaufen. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der im Dschungel existierenden Spezies auf ihren Nutzen geprüft. Wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Die Prozedur bleibt unverändert. Sammeln Sie 2 Proben jedes Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht, das zweite wird gut gesichert, verpackt und klar beschriftet per Flugzeug verschickt. Sämtliche Daten müssen im Katalog festgehalten werden. Schlamperei wird nicht toleriert. Von Philip Smith. Nee, an Philip Smith. Das ist einer der Leute, die im Flugzeug saßen. Oder Schwede, von Abteilung Feldprojekte at omolo.com. Wo ist er denn? Ich habe ein bisschen Schiss jetzt, dass er hier reinkommt, während ich mich hier umgucke. Arahadahida, hajo. Alvarez, Report Number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta Camp.
So far, I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. For now, the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are likely to stay there. I don't think they have any useful information, so there's no need for contact, but I'll keep an eye on them. End of report. Please, better, Mia! Bettelt er wieder. Sie meldet sich doch eh nicht! Mia, come in, please! Wie oft soll ich das noch machen? Als jemand... Help is on the way! Mit gewisser Lebenserfahrung ausgestattet ist, ist meine Hoffnung, dass sich eine Frau entscheide, sich zu melden, die penetranter Manier hinterherläuft. Was wollte ich sagen? Also, es wird nicht passieren. Jetzt hör doch mal auf, immer. Nee. Mia? Are you there? So, wo sind jetzt die Typen? I'll keep looking for you anyway. Warum sind die hier? Was wollen die von mir? Schnell zurück zu meinen Wasservorräten. Traue mich gar nicht, mich hier schlafen zu legen, ehrlich gesagt. Oh, warte, mir geht's schon wieder so mega schlecht wegen der Parasiten. Nein! Oh Leute, ich muss diese Parasiten loswerden. Die Dose brennt. Fällt mir noch so ein... Wie lange habe ich da noch Feuer drin? Warte mal. Brat mir nochmal so ein Heini da und dann... Und dann hau ich hier ab, ey. Ich bin mega dreckig, ich habe richtig viel Parasiten. Deswegen muss ich ständig was essen. Die Dose schwebt da in der Luft. Dann noch ein dritter. Ne, da passen nur zwei auf. Mist, aber ich muss ganz schnell die Parasiten loswerden. Unangenehm. Reife Bananen sehe ich hier auch nicht. Hey, 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 immer wieder Ruhe. Okay, also es ist echt viel passiert. Also Mia, irgendwas ist mit Mia. Sie kommt definitiv nicht zurück. Please, Mia, I need you. Ja, er säuselt die ganze Zeit vor sich hin. Er hat es irgendwie noch nicht gecheckt, dass es alles keinen Sinn hat. Diese komischen Ayahuasca-abhängigen Indios, die trällern ihr fröhliches Lied. Es gibt hier diese komische andere Bande noch. Dann gibt es diese... Da, guck mal, sind das Leckerlis? Ja. Also noch verschiedenste Fraktionen. Mia ist irgendwie... Irgendwas ist mit der. Entweder... Die ist schon tot und ist quasi meine spirituelle Begleiterin aus dem Jenseits. Oder sie ist quasi abhängig davon, dass sie jetzt hier bleiben muss, um geheilt zu bleiben. Also weil die Indios ihr irgendwie helfen können und dafür müsste sie aber hier bleiben oder so. Ich weiß es nicht. Es ist alles ganz schön schräg. Ich trinke jeden Tropfen, den ich kriegen kann. Shoot. Ich krieg hier gleich Skorbut. Wenn ich nicht bald was leckeres Obsttechnisches. Oh, ich muss diese Parasiten loswerden. Ich muss Wasser haben. Ja, du schläfst jetzt hier auch gerade mit diesen komischen Indios um dich herum. Jeder Tropfen Wasser. Gluck, gluck.
7 Parasiten. Alter, wie soll ich die denn jemals wieder loswerden? Pilze, ich brauche diese Pilze. Oder kann ich auch Medikamente gegen Parasiten nehmen? Oh. Das wüsste ich jetzt gern. Kann ich auch... Geistige Gesundheit, aber ich weiß es nicht. Ich will die jetzt auch nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Schön mal wieder meine Parasiten füttern. Da hinten ist ein Baumstumpf. Da sind ja oft Pilze drauf. Ich guck nochmal. Einfach nur, weil ich dich scheiße finde. Aber ich kann auch was von dir auf den Grill legen. Dreckiger wird's nicht mehr, ne? 5 ist die Höchststufe. Ja, hier sind auch... Ah doch, da sind Pilze. Das sind sogar Antiparasitenpilze, yes. Kann ich mir ein paar von den Parasiten... Die Bilanz ist natürlich nicht so gut, weil ich... Dadurch, dass ich so dreckig bin... Scheiße, die Bilanz, das bringt mir halt einfach gar nichts. Ich krieg einen Parasit und verliere dadurch einen. Weil ich mich nicht waschen kann. Das sind Bananis. Yes. Kommt her, Bananis. Hat auch nur 2. Mal wieder ein paar Ameisen. Wieso auch nicht? Okay. I need to rest. Ja, wir gehen jetzt schlafen, keine Sorge. Flugzeug kommt sowieso nicht, der verarscht mich doch. Der verarscht mich einfach komplett, dieser Typ. Am anderen Ende des Funkgeräts. Aber warum? Ich weiß es nicht. Er kennt uns offensichtlich schon länger. Ich glaube nicht, dass das verbrennt hier, du. So, gib mir das noch und dann lege ich mich schlafen. Und dann gehe ich da zu dieser Kletterausrüstung, da gibt es auch Wasser, da kann ich mich waschen. Da bin ich schon mal sauber und dann kann ich anfangen, die Parasiten in den Angriff zu nehmen. Vielleicht könnte ich auch Medikamente essen und würde sie alle auf einmal loswerden, ich weiß es nicht, aber dann... Im Zweifel sind die dann halt weg. So, dass die jetzt hier verrecken, dass das verbrennt, ist mir egal, das riskiere ich jetzt. Denn ich will mich jetzt schlafen legen. Wobei mich das echt nervös macht, dass hier diese komischen Ayahuasca-Boys hier irgendwie rumliegen. Und vielleicht nur darauf warten, dass ich mich versuche, ein wenig auszuruhen. Schön auch mitten in der Nacht. Oh. I'm hungry. Ja, verstehe ich. So, wir speichern nochmal eben. Jetzt soll ich mal die Pfeile hier nehmen? Dosenkäse. Oh Gott, ey. Ja, mir geht's halt einfach überhaupt nicht gut. Dosenrindfleisch. Pass auf, Leute. Wie sieht das eigentlich aus mit der Rüstung? Das will ich nochmal eben kurz... Kann ich die... Ich hatte doch mal irgendwo eine Situation, da stand wie viel Prozente. Warte mal. Herstellen. Wie war das jetzt? Herstellen. Herstellen. Ah, keine Seile. Eine neue Rüstung kann ich mir mit dem ganzen Schniesel auf jeden Fall herstellen. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich davon brauchte. Muss ich mal eben ausprobieren. Wo ich hier schon mal diese Bananenblätter rumfliegen habe. Herstellen, wie gesagt. So, pass auf. 2 oder 3?
Geil. Dann Platz mehr im Rucksack. Nee, ist ja okay. Aber. God, I'm so hungry. Ach ja, ist ja gut. Noch eine Rüstung? Wir machen das gleich, Homie. Ganz ruhig. Genau, 24%. Da, jetzt kann ich das sehen. 8%. 29, 37. Okay, das heißt, du fliegst raus. Okay, 68, sehr gut. Jetzt habe ich da auch ein bisschen was gemacht. Dann kannst du jetzt was essen. Ja, du hast Hunger, ich verstehe das. Dann gehen wir jetzt los. So, trinken, nehmen. Trinken, nehmen. Und... das Fleisch ist es verbrannt. Verbrannt ist nicht so schlimm. Ich habe wieder ein paar Besucher. Sehr schön. Wo seid ihr denn? Lass mich raten. Nee. Doch. Natürlich sind sie hier. Okay, Leute. Jetzt mache ich mich mal schnell vom Acker. Karte. Wir befinden uns da. Ich will dahin, also einfach ein bisschen Richtung Südosten, hauptsächlich Süden und ein bisschen Osten. Das ist auch gar kein Problem, Leute. Mir geht's überhaupt nicht so gut. Süden da lang, selbstverständlich. Ich möchte mich entschuldigen. Das ist der Weg. Oder meinte ich, soll nochmal ans Funkgerät gehen? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt vorbei. So. Und wie ewig das schon nicht mehr geregnet hat, das ist eh das Allergeilste. Dass das einfach nicht mehr regnet. So, ich muss als allererstes diese Parasiten loswerden, Leute. Und schön wieder bei Nacht unterwegs, wie sich das gehört. Ich komme hier in meine alte Behausung, oder? Die ich so panisch errichtet hatte. So dunkel, ich sehe kaum was. Nehmen wir ein paar Steine mit. Nee, ach, ich bin schon hier. Ah, mega, jetzt kann ich mich hier runterlassen. Oder? Aber ich habe doch jetzt hier meine Ausrüstung. Was soll denn das? Ah, warte. Da. Bin mal gespannt. Oh, ich will mich sofort waschen. Wo ist das Wasser? Warum gehe ich hier eigentlich im Dunkeln lang? Ah, was ist das? Ein großer Stein? Ja, nee. Danke. Tauchausrüstung. Tagebuch, neuer Eintrag. Aber wo ist Mia? Sie hat mich aus einem Indian of Anko hat sie angerufen. Ich wechsle auf Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, ich brauche Antworten. Schlange. Scheiße, ich verstehe es nicht. Ich habe nach Hilfe gerufen und Mia ist einfach scheiße. Mia ist einfach scheiße. Naja. Ich soll ohne sie zurückgehen. Was ist los? Ich lasse sie hier nicht zurück. Wo ist sie? Das weiß ich nicht. Alles wird immer seltsamer. Diese ganze Ausrüstung, woher stammt sie? 27 West, 24 Süd. Die Karte hört bei diesen was auf, aber ich muss es riskieren und tauchen. Ich muss sie finden. Finde mir an der Landebahn auf Hilfe warten? Fragezeichen. Ja. Ja. Das ist das wahrscheinlich nicht, was das Spiel von mir will. Aber ich will mich jetzt erstmal richtig geil waschen. Oh, waschi, waschi. Oh, ist das schön. Waschi, 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 waschi. Waschi, waschi. Ah, ist das geil. Nice, jetzt trinke ich erstmal was. Disgusting. Ja, ist egal, weil ich habe eh schon ohne Ende Parasiten. Da interessiert mich das gar nicht. Dann nehme ich mal ganz schnell hier
dich mach dich voll und dich. Und jetzt Pilzis. Yay! 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 Nur noch 4 Parasiten. Geben die mir auch Parasiten? Ich glaube leider, schade. Sie geben mir nur Energie. Aber immerhin. Deutlich weniger Parasiten. Ich traue mich nicht. Es ist ein Schmerzmittel, ich will es nicht verbrauchen. Und dann essen wir nochmal so einen Schokoriegel. Ja, ist doch einigermaßen okay. So Leute, und dann geht's jetzt mal hinab in die Tiefen, was auch immer mich hier erwartet. Ich habe eine Tauchausrüstung. Oh, es ist einfach sehr dunkel. Oh, dem Kabel nach vielleicht. Ich folge dem Kabel. Ich sehe nicht viel, ich werde keine Abzweigung nehmen. Das ist mir zu gefährlich. Was ist das Kabel? Du hast ein Augen verloren. Geht's hier lang? Oh Leute, ich sehe nichts. Da gab es doch noch mal eine Abzweigung, auf jeden Fall. Ich hab's befürchtet. Ich bin halt dem Kabel wieder zurückgefolgt. Ich wollte es nur nicht sagen, für den Fall, dass es anders ist und dann hätte ja die Chance bestanden, dass ich doch ein bisschen cooler bin. Aber ich muss mal ein bisschen mich hier vorbeugen, Leute. Ich sehe es sonst nicht. Das ist zu dunkel. Also hier geht's lang. Hört das hier? Ach, das hört hier einfach auf, oder was? Ja, okay, gut. Ja, dann. Hat er das übersehen? Warte mal, Leute, wollt ihr mich veralbern? Tauche ich hier doch wieder zurück, oder nicht? Das ist aber auch, ey, das, ich weiß schon, warum ich kein Höhlentaucher werde. Der Karte. Darf ich mir nicht angucken? Weil ich im Wasser bin. Alter Schwede, ey. Okay. Erstmal ein bisschen hier looten. Pilzis, ja, aber das sind nicht die, die ich wollte. Oder? Das geben mir, glaube ich, kein. Nee, geistige Gesundheit. Ja, schade, falschen Pilze. Ich muss die Parasiten loswerden. Boah, jetzt gucken wir uns mal erstmal hier um. Hier bin ich durch, ne? Also wir sind 26. Bup und bup. Hier sind wir rausgekommen. Also nicht den oberen See, sondern hier, in diesem kleinen Tümpel. Hier ist Strand und Meer oder was? Und hier geht's auch nochmal rein in diesen Bereich. Und hier geht's wieder raus, ne? Also wollen wir uns erstmal ein bisschen südlich halten, was meint ihr? Was ist hier noch? Aber wobei der Norden ist relativ abgeschlossen offensichtlich. Der scheint mir offener zu sein. Dann gehen wir vielleicht doch erstmal in den Norden. Wenn überhaupt hier das Terrain das zulässt. Wäre dann in diese Richtung. Mal schauen.
Ja, du musst dich immer ausruhen, ich verstehe das. Du hast ja auch einiges durchgemacht. Machen wir mal hier ein Palmenbett bauen. Wahrscheinlich gibt es hier gleich wieder ein Lager irgendwo, oder? Sei doch mal ehrlich. Alter, jetzt darf ich das hier nicht darauf. Ach, das ist doch schade. Ja. Ich meine, hier ist ein schöner Weg, ne? 10 Blätter. Hier gibt es nur so Palmen. Bambus meine ich. Ach komm. Shadow, ich gehe erstmal diesen Weg lang. Im Zweifel, ist hier irgendwas. Das ist doch eine Lektion, die ich gelernt habe, oder? Erstmal den Weg lang gehen. Ah, warte. Sind das Pilzis? Ja! Yes, yes, yes! Yes, 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 yes! Die da. Essen, essen. Und yay! Yeah! Keine Parasiten mehr! Gleich bin ich müde. Und kann nicht mehr und werde ich ohnmächtig. Was ist das hier? Darf ich darauf schlafen? Komme ich hier hin? Komme ich an ein Lager, wo ich schlafen kann? Bevor ich ohnmächtig werde? Das wäre doch toll. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier... Da geht's ja noch weiter runter. Ist hier jetzt mal ein Lager oder was? Muss doch mal irgendwo ein Bett sein. Ich schlafe jetzt hier auf den Stein. Hier gibt es keine Parasiten. Beschließe ich jetzt für mich. Ich finde am Stein, wer am Stein schläft, bekommt keine Parasiten. Ja, ja. Du hast jetzt zumindest keine Paras mehr, das ist doch gut. Ah, ja, das war zu erwarten. Wie sieht's aus? Ja, das war gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm. So einigermaßen okay. Ja, Homie, das war doch schon mal schlimmer. Jetzt regnet's auch. Jetzt könnte ich dir mal meine... Ja, klappt das, oder? Nope. So, jetzt mal die Dinger hier auslegen. Zum ersten Mal seit Wochen regnet es wieder. Ist das nicht mega sensationell? Ah, sehr schön. Okay, es geht auch bergauf. Beziehungsweise geht es hier auch runter. Richtig, richtig tief. Die Frage ist, ob ich da direkt runtergehen soll. Oder ob ich nochmal ein bisschen weiter gucke. Weil da komme ich wahrscheinlich nicht ohne weiteres wieder rauf, oder? Was meint ihr? Nicht, dass ich euch hören würde jetzt, aber... Es hilft mir, mit euch zu reden und so zu tun, als wenn ich nicht alleine wäre. Ja. Ja, klettern kann er halt einfach mal überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Guck mal hier, kommt er hoch. Mir aufgehört zu regnen. Hm. Naja. Also, wenn ich da jetzt runter mich runterseile, dann komme ich nicht so ohne weiteres wieder hoch, schätze ich mal. Oder? Warte mal, wie viel. Machen das mal so. Schütten. Und dann machen wir da mal so viel Wasser rein, wie irgend geht. Wie viel haben wir gesammelt? 39. Naja, immerhin. Immerhin ein bisschen sauberes Wasser bekommen. Gut, lass mich nochmal eben einmal checken, wo wir hier sind.
Ach, immer noch 26. Also hier 26, ja, da geht's wieder weiter runter. Also ich habe von dem Gebiet hier noch gar nichts erforscht. Aber Leute, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt mache ich das auch, oder? Jetzt sind wir schon mal hier. Wer weiß, was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache. Kann ich da auch wieder hoch? Hab noch gar nicht ausprobiert. Ah ja, kann ich auch wieder hoch. Ja, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Man kommt auch wieder hoch. Na gut. Dann schauen wir mal. Schön sieht das aus. Nicht zu viel im Wasser langlaufen. Das ist nämlich Egelgebiet. Sehr schön hier. Die sind wichtig, falls wir wieder Parasiten kriegen. Das wollen wir ja nicht. Das machen wir mal eben. Herstellen. Ih, seht ihr diese Frösche da unter meinen Beinen? Ich kann ja irgendwo. Das ist ja zu viele Pfeile offensichtlich. Tabak, wie viele Verbände habe ich noch? Nehmen wir noch mal ein bisschen. Ein Platz im Rucksack. Herstellen. 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 Ein Platz? Oh. Tja, doof. Das kriegen wir schon hin. Warte, Lagerfeuerasche raus. So. Ist okay. So, weiter geht's. Fang schon mal an, ein paar von den Dingern mitzunehmen. Wahrscheinlich Tierexkremente. Früher oder später muss ich wahrscheinlich hier wieder was bauen. Also. Guck mal hier, Leute. Das ist dieser große See oder was? 25, 27. Hier sind wir. Okay, das ist auch ein abgeschlossenes Gebiet. Da muss ich wahrscheinlich mal zu dieser Insel da hinten, oder? Tief im Süden. Durch die Mangroven. Lass mich raten, was es hier gibt. Alligatoren. Und Anacondas. Muss ich mir jetzt hier irgendeine Base bauen? Oder kann ich hier. Gibt es eine Base, bei der ich safen kann? Was ist da hinten? Weil ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwie von so einem fucking Kaiman aufgefressen zu werden. Und das ist auf jeden Fall hier Kaiman- und Anaconda-Gebiet. Also das kann ich euch schon mal verraten. Paranuss. Oh, kein Platz für eine Paranuss? Was? Die können wir doch essen, oder nicht? Was kann man denn mit der nochmal machen? Was kann ich denn nochmal mit einer Paranuss machen? Irgendwas könnte man noch damit bauen. Aber was? Ich weiß es nicht. Irgendwas könnte man mit einer Paranuss machen. Ich glaube, so viele Steine brauche ich nicht. Machen wir das mal auf. Wo ist die Paranuss? Hallo? So, gib mir mal die Paranuss. Die will ich lieber mitnehmen, weil ich nicht weiß, was sie kann. Also, ich könnte jetzt natürlich einfach da so rüber gehen und mal gucken, was passiert. Aber ich bin ehrlich, Leute, mir ist das ganz schön unheimlich. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick kein Lager. Es kann natürlich sein, dass es hier Lager gibt, ne? Das will ich gar nicht ausschließen, denn das ist eine geile Schildkröte. Habt ihr das gesehen? Aber, nee, mir ist das zu gefährlich hier einfach. Ich suche mir mal ein. Oh, hier gibt es auch so Avocados und es gibt Schildkröten. Das ist ganz sympathisch. Ist mir alles sehr sympathisch hier. Es gibt auch Wasser.
Dann will ich jetzt hier mal irgendwie ein kleines Lager bauen. Zumindest, wo ich schlafen und safen kann. Das war ja letztes Mal voll die dumme Idee. Da, das wollte ich bauen. Hüttenunterstand. Mal gucken. Ist so eigentlich okay. Muss nur hier diesen Busch da. Ah, warte. So. Okay. Baumfeld! Wenn ich auch irgendwo lang stock. Auch einen langen auf jeden Fall. Stock. 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 Ich habe jetzt auch echt lange nicht mehr gespeichert. Mir ist das sonst ein bisschen zu gefährlich. Stock. Nochmal einen hier. Baumfeld! Stock und Stock. Was war das? War das eine Spinne? Habt ihr das gerade gehört? War das eine Spinne? Dieses Rascheln? Spinnen sind sehr schwer zu erkennen, weil die so klein sind. Was gut ist, ich will damit jetzt nicht sagen, sie müssten größer sein. Versteht mich nicht falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Cool sind sie nicht. Und die Schildkröte, es tut mir leid, ne? Aber sie ist selbstverständlich hier zur Nahrungsaufnahme für mich. So, Palmblätter. Ich hab doch mich ganz gut gesiedelt hier. Hier gibt es alles, was ich brauche für meinen Unterstand. Hm? Was ist denn hier? Ja, welche. Die Schildkröte denkt sich ja auch so, was ist denn hier los? War hier nicht gerade noch ein Palmstrauch? Ja. Weißt du was? Vielleicht wird der Palmstrauch sagen, war hier nicht eben noch eine Schildkröte? Denn ich esse dich gleich auf. Nicht den kleinen Schild. Ja. Zwei noch. Muss ich jetzt wegen zwei Blättern irgendwie noch einen neuen Busch fällen oder was? Das ist ja irgendwie auch jetzt nicht umweltfreundlich, oder? Wegen zwei. Was mit dem hier? Kriege ich von dir irgendwie was? Nee, ne? Oder? Naja, da kriege ich nur Blätterhaufen. Ja. Da ist was. Okay. So. Fertig. Mehr. Fertig. Gut, 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 gut. Sehr schön, Leute. Wie sieht's denn hier bei der Nahrungsfront aus? Ja, es ist noch einigermaßen okay. Speichern und schlafen, würde ich sagen. Prima, prima, prima. Dann nehme ich mal den hier. So, sehr gut. Und nochmal eine Runde schlafen. Ja. Das hast du dir aber auch verdient. So. Oh, es regnet. Das ist sehr gut. Dann legen wir mal hier unsere Wasserkollektoren aus. So, und da ist unsere Kröte, die können wir auch gleich nochmal, da habe ich nämlich einen zweiten, wie sagt man, einen zweiten Schildkrötenpanzer. Und da geht es hier richtig los, pass auf, ein kleines Lagerfeuer. Oder sowas. Lagerfeuergestell. Das bleibt dann ja wahrscheinlich länger, ne? Und ich könnte auch so ein Trockengestell noch machen.
immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt. Also der Steinkreis bleibt dann okay, da kann ich dann einfach mehr machen, ne? Also das gibt's mehr Kochplätze sozusagen. 4 große Steine. Kleiner Stock, Stock, großer Stein, Stein. Ist das nicht eigentlich genau das gleiche? Nur dass halt, dass einfach die beiden kombiniert sind, oder? 6, 8, 4, 8. Ah. 12. War ich irgendwie sehr komisch. Naja, pass auf, ich mach das mal so. Ich meine, ich hätte hier nämlich Steine gesehen. Auf dem Weg hierher, da waren doch zahlreiche Steine. Kann ich mir hier auch irgendwie ein Süppchen kochen und so? Ich hatte doch welche, auf jeden Fall welche gesehen. Ich bin ein bisschen, naja, es geht. Hier am Fluss, meine ich, lagen noch zahlreiche Steine rum. Oder nicht? Da waren noch welche. Bin ich hier nicht an den ganzen Stein vorbeigelaufen? Da. Bob. Ah, ganz schön weit. Ganz schön weiter Weg jetzt. 4 von denen bei euch, ne? Ja. Ah, ich weiß nicht, ob das mir das wert ist, ehrlich gesagt. Am Ende des Tages komme ich gleich wieder zu einer Base, ne? Das könnte natürlich sein. Eklige Viecher. Weg mit euch. Hab ich nicht auch noch. Aber die kann ich schon mal alle hier lassen. Ah, ich meine, ich habe gespeichert. Ey, komm Leute, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier... Ich gehe jetzt erstmal auf Erkundungstour hier. Leider die ganzen Pilzis. Das Ei macht noch keine Anstalten. Ich gehe jetzt mal hier. Ich gehe jetzt mal in die Mangroven rein. Ich habe gespeichert. Was soll das, ey? Wenn jetzt hier so ein dummer Kaiman kommt, dann frisst er mich halt. Oder wenn er halt so ein Anaconda kommt. Leute, so ist das Leben eines Menschen im Urwald. Da muss man halt einfach die Gefahren auch mal eingehen. Gucken, dass ich irgendwie nicht in die Richtung verliere. Ich wollte eigentlich nur mal hier gucken, was hier ist, bevor ich jetzt hier groß irgendwelche Bauwerke errichte. So. Oh, Kaimangebiet. Ah! Ich dachte schon, da spratzte der Kaiman aus dem Wasser. Fischis? Fischis? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier mich echt in Gefahr begebe. Hallo? Ja, ich sammel dich mal. Nuss, Nuss. Wo ist die zweite? Da. Können wir direkt essen? Irgendwo, da lauern Tiere und wollen nach mir schnappen. Gleich werde ich mich erschrecken, wenn der Kaiman fauchend vor mir steht. Oder die Anaconda. Dann werde ich richtig Angst bekommen. Ah! Ich wusste das! Du hast mich nicht überrascht. Ich wusste, dass es sowas wie dich hier gibt. Wo bist du? Kaimanski, wo bist du?
nee. Oder kannst du dich mal entscheiden? Der macht ja gar nichts. Der kann ja gar nichts. Ich bin aber echt ein bisschen beleidigt. Der zieht mich also einfach so ins Wasser. Ich wollte ihn mit dem Speer im Kopf kloppen und er zieht mich einfach so runter. Fand ich jetzt echt gesagt nicht so cool. Fand ich nicht so cool. Was? Hab ich die Pfeile da alle? Wait a minute. Wieso liegen denn hier die ganzen Pfeile? Hä? Jetzt weiß ich, wie der Kalman jagt. Ich check grad nicht, warum meine ganzen Pfeile da alle unten liegen. Irgendwie das Spiel ist falsch sortiert oder was? Und dann automatisch irgendwas rausgeschmissen? Das weiß ich nicht. I need to rest. Was? Ich hatte noch nicht geschlafen oder was? Na gut, dann machen wir das jetzt. Aber ich werde das nochmal machen. Und ich finde auch übrigens nicht, dass der Kaman irgendwie gewonnen hat oder so. Weil, um ehrlich zu sein, ich wusste, dass er da ist. Ich habe ihn gesehen. Ich wusste nur nicht, wie er funktioniert. Woher soll ich wissen, wie ein Kaman funktioniert? So, ich habe ihn ja noch nie irgendwo gesehen. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist, ich finde es nicht okay, wenn der Kaman jetzt der Meinung ist, er hätte den Kampf jetzt für sich entschieden oder so. Das ist in meinen Augen ist das einfach nicht so. So, ich lasse die Dinger da mal hier. Ich lasse mal, jawohl, herstellen. Ich habe viele Pfeile, aber kann nie genug haben. Gerade wenn man demnächst einem Kaiman gegenübertreten muss. So. Okay. Gut. Die Essensfront ist jetzt nicht so besonders geil. Kann ich dem Kaiman sowas vor die Nase schmeißen und dann kommt der und will das haben und dann töte ich den oder so? Also ich probiere das gleich jetzt nochmal. Ich gehe jetzt einfach straight nach Süden. Ich habe jetzt gespeichert. Ich habe meine Base hier. Ich werde jetzt hier gar nicht lange rumzetern. Ich kann auch mal theoretisch an der Wand lang gehen. Ich habe trotzdem ein bisschen Schiss. Ich sehe keinen Kaiman. Muss ja nicht heißen, dass er nicht da ist. Es muss ja hier sein, ne? Sonst würde ich ja gar nicht hier. Also warum sollte ich sonst hier mich hier herbegeben durch diesen komischen Haken heruntergelassen in die Tiefe, wenn hier nichts ist? Ayahuasca-Bären. Ist das hier irgendwo... Ah, warte, was ist das denn? Ah, ne, das ist nur ein Baum. Ich dachte, das wäre eine Konstruktion da hinten in der Ferne. Wisst ihr, was mir echt Schiss macht? Ist, dass ich irgendwann werde ich eine Anaconda treffen.
Die werden hier nicht einfach so eine Anaconda da einbauen, wenn es die nicht irgendwann auch zu sehen gibt. Wie sie noch lebt. Hier sind Fische. Wo Fische sind, sind doch auch wahrscheinlich Kaimane. Ist das nicht die goldene Regel? Wo der Fisch, da auch Kaiman. Wie weit muss ich denn noch in die Ferne? 21, 29. 21, 29. 29. 21. Ich bin schon gar nicht mehr in der Karte. Ich bin schon wieder aus der Karte raus. Ich wollte wahrscheinlich eher so dahin, oder? Ich meine, das ist doch... Das ist aber eher so 31, 25. Das heißt, ich müsste was? Nach Südwesten. Sehe ich das richtig? 21, 29. Also in diese Richtung. Ja, macht Sinn. Aber ich kann mich auch von der anderen Seite nähern. Vielleicht kann ich dann irgendwie den Kaiman austricksen. Ich gehe erstmal da ganz hinten. In der Hoffnung, dass es hier keinen Kaiman gibt. Denn im Wasser ist der Kaiman dem Menschen um ein Vielfaches überlegen. Mit seiner unglaublichen Mahlkraft zerkaut der Kaiman auch härteste Knochen. Und dank seiner Magensäure werden auch härteste Bestandteile der Beute verdaut. Sieht hier aus mit Hunger und Durst. Ich bräuchte mal so ein paar Bananen und so ein paar Nüsse und so. Wer hat diese Kröte getötet? Leute, ein Mörder. Der Mörder im Mangrovenwald. Irgendwer hat diese Kröte doch getötet. Ich weiß nicht. Was ganz lustig wäre, ist, wenn das Level hier nicht zu Ende ist. Also, das sieht ja schon so aus, als wenn hier erstmal Sense ist irgendwie, ne? Hä? Was ist das denn eigentlich? 27, 31. Das sehe ich ja jetzt erst. Und wo bin ich? 21, 31. Warte mal, 21 West. Entschuldigen Sie bitte, was? 21 West? Warte, 31 Süd, 21 West. Oh, guck mal, gucken Sie mal. Warte. Da bin ich ja voll hier. Und 31 hier. Und da habe ich hier gerade so einen roten Punkt. Da habe ich einen roten Punkt gesehen. Das heißt, 31 ist schon mal ganz geil. Jetzt muss ich aber einfach mal komplett nach Westen einfach nur. Und da, wo ich bin, einfach mal komplett nach Westen. In diese Richtung. Macht das Sinn? Vermutlich schon. Aber ich würde natürlich auch gerne wissen, ob ich da hinten überhaupt hinkommen kann. Genau, was ich sagen wollte ist, es wäre schon lustig, wenn die Barriere hier durch 1000 Kaimane oder so gehalten werden würde und nicht, weil das nur eine Skybox ist oder irgendwas. Aber das probiere ich natürlich nicht aus, denn ich habe gar keine Zeit dafür. Versteht ihr das? Ah nein, jetzt will er auch wieder resten, ey. Oh Gott, hier irgendwo ist er doch, der Lunger der Kaiman rum. Ich weiß auch nicht mehr, welche Insel das war, ich sag's euch ehrlich. Ist hier ein toter Körper. Ich schlaf mal hier eine Runde jetzt. Habe ich noch irgendwie... Ich hab alle meine Auffangbehälter da in der Base gelassen. Das könnte ich... Ich schlaf mal nur eine kleine Runde. Nur ein kleines bisschen. Ich brauche mal bald wieder was zu essen hier. So, das muss reichen. Es ist auch Tag und wir alle wissen, der Predator, der Kaiman ist kein Tagspredator, der ist ein Nachtpredator. Und hinein ins Unbekannte. Ein bisschen aufgeregt. Oh, der arme Tukan. Ich lasse dich da aber liegen. Ich habe genug Blätter. Hier, wie heißen die Dinger noch? Federn? Da dachte ich schon, da wäre ich kein Mann gewesen.
23 West. Wir müssen noch viel weiter, Leute. Wir sind... Warte mal. Hier so, ne? Sehe ich das richtig? Wir müssen noch viel weiter. Viel, viel weiter. Und das kann alles ganz, ganz schlimm enden. Da sind Früchte, die habe ich bereits erspäht. Das ist gut. Die Insel scheint mir ein bisschen größer zu sein. Hier kann man vielleicht sich ein bisschen... Feigefrosch. Sogar ein bisschen was aufbauen zur Not. Erstmal schlawenze ich mir hier diese Früchte. Die kommen mir gerade recht. Was ist das? Noch 10... Na, warte, 10 Stunden? Eine Stunde. Eine Stunde. Du bist natürlich schon vergammelt. 8 Stunden. Mal gucken. Wie sieht das mit Durst aus und so? Ne, Durst geht klar. Aber eine Insel, die einen Felsen hat, die bietet doch bestimmt auch noch mehr Leckerlis. Die Felseninsel. Die drei Fragezeichen und die Felseninsel. Nein. Renn ich da wieder in diese ollen Ameisen rein. Karte, neuer Ort. Was? Neuer Ort. Kann ich natürlich... Ja. Da, ach so, da. Okay, ich muss mich mal wieder schön hier mit Ayahuasca ins Jenseits ballern, dann komme ich da durch diese Tür. Ist doch klar. Alles klar. Hier muss irgendwo ein Schrein sein. Und dann kann ich mich hier schön... Kann mir wieder schön einen reinwemsen hier. So. Mal gucken, vielleicht baue ich mir hier sogar ein Bett oder sowas. Einen kleinen Speicherpunkt. Da gibt es noch mehr Bananis. Ist gut. Ich komme hier einmal ganz rum um die Insel. Nicht von der Seite jedenfalls. Wie sieht das hier mit Baumaterial aus? Da ist ein kleiner Baum. Habe ich hier nicht da. Ich habe gerade eine Nuss gesehen. Ist gut. Das brauche ich. Ja, warte. Erstmal gucken, wo ich hier Baumaterial habe. Hier ist ein Baumaterialbaum. Hier ist ein Baumaterialbaum. Baue ich mir direkt davor, baue ich mir jetzt so eine kleine... Falsch. Kleine Schlafstation. Also nur so einen kleinen Hüttenunterstand. So, hack, hack. Dann fangen wir mal an. Mit dir hier. So, große brauchen wir gleich auch noch. Aber die kleinen, die machen den Anfang. Kleine Stein, lass mal liegen. So. Da bist du hier der Nächste. Wieder steh ich. Ja, du darfst gleich schlafen. Ich habe deinen subtilen Gähner durchaus mitbekommen. Und hack. Ne, hack doch mal. Gut. Erstmal die Kleinen. Du kommst zu mir. Schön, irgendwo liegt hier ein Kadaver rum, glaube ich. Hört ihr das? So. Und jetzt 13 Palmblätter. So, hier haben wir doch direkt vor der Nase einen schönen Strauch. Zu schade, dass einer nicht reicht, dass es irgendwie zwei zu wenig gibt.
Ist ein bisschen nervig. So. Oh, gleich regnet es hier richtig schön. Natürlich alle meine Gefäße an der anderen Base gelassen. Okay, sehr gut. Dann kann er jetzt hier gleich nochmal eine Runde pennen. Habe ich noch welche dabei? Nee, ne? Mega dumm von mir. Hab ich hier eine Schildkröte? Wo sind Schildkröten, wenn man sie braucht? Ich habe natürlich noch so einen zweiten Bidon, aber den wollte ich eigentlich jetzt nicht kaputt machen. Na, ich schau mal, ich schlafe jetzt erstmal eine kleine Runde. So müde ist der Mann. So müde. Er muss unbedingt ein bisschen schlafen. So, saven wir nochmal. Nehmen wir mal. Das. So, denn die Bananis ernten wir nochmal ab. Was, nur eine? Ein bisschen mickrig. Okay, oh. Ameisen. Niemand mag Ameisen. Okay. Also. Da ist ja noch zu. Ich nehme an, hier ist irgendwo wieder so ein Ayahuasca-Topf. Ich kann ja mal gucken, wenn ich jetzt hier nochmal wieder so eine Ladung von diesen geilen psychotischen Beeren finde. Dann, sind Nüsse? Ne. Werde ich die direkt einsammeln, aber habe ich jetzt nicht gesehen. Dann nochmal einfach straight nach Westen, diese Richtung. Jetzt habe ich gespeichert. Jetzt ist nicht, wenn mich jetzt der Kaiman kriegt, ist das nicht so schlimm. Ich habe gespeichert. Dann tue ich so, als wenn ich mich nicht erschrecke. Boah. Jetzt eklige Brackwasser eingetaucht. Na, was gibt's hier noch? Irgendwas hier, Nüsse? Warum sind hier keine Nüsse? Schildkröte würde ich auch nehmen. Stattdessen nur so tote Vögel. Warte mal. Ist es möglich, dass ich hier gerade quatschig geschwommen bin? Ne, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. War da etwas Kaimaniges? Nein. Ich bin wirklich ein bisschen erschrocken. Eine Fantasie spielt mir Streiche. Ah, ich bin geekelt. Ich bin geekelt. Ekelangriff. Guck mal, wie sauber ich bin, Leute. Ist das nicht fantastisch? Bäh. Kannst du meine Banane essen? Ah, Mist. Nicht. Weg. Weg. Na! Lecco mio, ey, das ist... Schnell essen, die sind bald weg. Gib mir jetzt meinen Bidon wieder. Los. Ah, ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich alles zu Hause gelassen habe. Ah, Nuss. Hier meine ganzen Auffangschalen, meine ich. Hier, da, die nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich vermute, dass ich den Kack gleich brauche. Wozu sonst sind da wieder diese komischen Tore? Und wenn ich hier so eine dicke Liane da finde, dann nehme ich die auch mit. Jetzt bloß nicht das Falsche aus Versehen essen. So, einmal eben gucken, Leute. 27 West, 29 Süd. 27 West, 29 Süd. Da.
Aber ich muss jetzt noch ein bisschen nach Süden dann einfach. Hier an der Wand entlang. Ja, müssen wir noch nach Süden. In diese Richtung dann. Und da ist ja irgendwas dann noch zu entdecken. Ah, Mangrovis. Ne, der Tukan darf da bleiben. Und du darfst auch da. Was ist mit diesen ganzen Vögeln hier? Warum sind die alle tot? Warte mal, Leute. 30 Süd? Bin ich irgendwie ein bisschen doof? 27. Warte. Was ist hier los? Lass mich mal ganz kurz gucken. West 26. Bam. Bam. Und Süd 30. Da. Also wir sind. Hier. Da müssen wir sein. Das muss echt immer so an der Wand lang. Weiter Richtung Süden einfach. Dann müsste das klappen. Also es ist schon hier irgendwie grundsätzlich richtig. Ich glaube, hier lungert noch ein Kaiman rum. Wenn ich ein Kaiman wäre, dann würde ich hier rumlungern. Da geht es irgendwie hoch. Guck mal, da ist doch so ein... Kann ich mich doch hochhieven? Da sehe ich doch. Aber wie ich einfach... Da, guck mal. Oh, that's really high. I'll need some better equipment. Ernsthaft? Das meint ihr jetzt ernst, nachdem ich jetzt schon so viel Shit gefunden habe? Kommt ihr mir mit sowas? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Immer wieder denken die sich was Neues aus, um mich zu ärgern. Ist hier an der Wand entlang noch irgendwas? Nee, ne? Also, ich bin jetzt hier eigentlich nur weiter nach Süden. Hier so lang. Aber da ist ja auch nichts drauf. Vermutlich finde ich hier im Norden die Ausrüstung. Weil, sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt hier nicht mehr verzeichnet auf der Karte und das hat vermutlich auch einen Grund. Ich vermute, ich muss im Norden und da finde ich die Kletterausrüstung. Vielleicht ist es aber auch Quatsch und sie ist auf einer der Inseln, aber warum sollte sie auf einer der Inseln sein? Da müsste ja ein Lager oder irgendwas sein und da... Was ist das? Was ist das denn? Alter, wie geil bin ich denn? Ich stehe original direkt daneben und spekuliere. Und jetzt finde ich hier sowas. Mia, you're not gonna believe this. Was? Das... Du... Ja, geil. Ja, gut für mich. Oh man, hier ist doch die Kletterausrüstung, erzähl mir doch nichts. Oh, mega. Leere Dose, was soll ich denn mit einer leeren Dose? Das ist ja fantastisch. Das ist nicht mal auf der Karte drauf. Das Lager. Versucht immer noch mir zu erreichen. Er checkt nicht, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Alter, was ist das für ein geiles Riesenlager? Alter, das ist wieder tote, überall tote Vögel. Das muss doch irgendeinen Zusammenhang haben. Kitty geht, was machen die hier für Experimente? Wahrscheinlich ist es wirklich so, das wäre beeindruckend, wenn diese ganzen toten Vögel tatsächlich irgendwie an diesem komischen
Bio-Experimenten hier verreckt wären. Das würde ja inhaltlich Sinn. Oh. Naja, zumindest sauber. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Dr. Smith, Port Number 26. Observations on Quassia amara. A shrub from the Samarobaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics, its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other medicinal properties. Apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. Of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. End of report. Mhm. Erstmal was sample, burn, home, do not touch, specimen, list. Okay, wissenschaftliche Aktivitäten. Von Abteilung Feldprojekte, da sind sie wieder, auf omulu.com. An Philipp, betreff Proben. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der im Dschungel existierenden Spezies auf ihren Nutzen geprüft. Wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Das haben wir alles schon mal gelesen, oder? Ist das nicht irgendwie die gleiche E-Mail? Wer druckt denn eigentlich immer diese E-Mails aus hier? Okay, der Reihe nach. Dr. Smith, Report Number 27. Observations on Guanabana. A small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits, up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles. White, creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics? Very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. Mm-hmm. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. Oh. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on Guanabana first. End of report. Guanabana. Okay, Guanabana, das merken wir uns. So, was habe ich da jetzt drin? Nix. Können wir jetzt zumachen. Das ist doch Stromverbrauch. Blutprobe. Die werde ich da gleich mal schön in diesen Zentrifugal-Verstärker stecken. Mal gucken, was dann passiert. Ah, was haben wir hier? Brief, alles klar. Von Philipp, bitte. Ihre Beschwerde. Dr. Smith, uns ist bewusst, dass Dr. Higgins... Das sind ja wir! Dass Dr. Higgins schwierig sein kann. Dennoch möchten wir Sie daran erinnern, dass jede weitere Forschung ohne ihn unmöglich ist. Das Ziel unserer Mission ist wichtiger als eventuelle persönliche Differenzen. Bitte beachten Sie auch, dass Dr. Higgins und seine Frau viel durchgemacht haben und dass sie dieser Stress negativ beeinflusst haben könnte. Wir glauben daran, dass Sie in der Lage sind, die professionelle Zusammenarbeit im Lager aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass Dr. Higgins seine Pflicht weiterhin gewissenhaft ausführt. In der letzten Lieferung waren 2 Proben beschädigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Verpackungsprozess verbessert wird. Jedes Exemplar muss separat verpackt und vor unkontrollierbaren Bewegungen, Entsiegelungen des Behälters, Kontamination sowie Sonnenlicht geschützt sein. Zusatzprozedur. Neben den beiden üblichen verpackten Proben müssen ab sofort 2 weitere eingefroren werden. Einer Ihrer Mitarbeiter hat vor dem Abflug zu prüfen, ob sich der Kühlbehälter versiegelt und gut gesichert an Bord befindet. Wir dürfen keine Proben verschwenden. Was für unangenehm. Kollegen sind das dann eigentlich. So, und wir stecken hier mal richtig tief mit drin, Leute. Oder? Wir sind hier mal richtig Teil dieser ganzen Geschichte. Jetzt werde ich das da mal reinschlawenzeln. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. Ja.
Ja, hat er nicht... Welche, oh Mist, welche Blume war das denn? Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Er hat ja von der ganz bestimmten... Das, ich kann ja jetzt wahrscheinlich alles Mögliche reinstecken. Sogar so ein bescheuertes Ei. Oh, das ist verdorben. Schade. Das hätte ich einfach mal essen sollen. Aber er hat doch hier gerade von einer ganz bestimmten Dr. gesprochen. Smith, Report Number 27. Observations on Guanabana. Guanabana. Small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles, white creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics, very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite herbs. Ist das nicht diese lange? I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on Guanabana first. End of report. Die ist das. Oh, da hatte ich doch welche dabei kürzlich. Oh, jetzt muss ich hier Stachelanonenfrucht. Ah, okay. Ich lass das mal. Ich nehme an, die wollen, dass ich da diese Frucht, sonst wäre das ja Quatsch. Deswegen verschwende ich jetzt mal nicht die Blutprobe für irgendeinen Scheiß. Sondern guck mal, dass ich da diese Guanabana finde. Die muss ja wahrscheinlich hier dann irgendwo auch mal. Am besten direkt vor der Tür, das wäre mal nett. Was haben wir denn hier noch Geiles? Kann ich hier schlafen? Ja, nice. Ah, guck mal hier. Das gemütlichste Bett darf ich nicht benutzen. Da stehen sogar noch Schuhe. Alvarez, Report Number 3. Camp Omega is now up and running. I checked the perimeter of Vega and found nothing alarming. So far we've both been guarding the camp in turns, switching every 6 hours. But starting tomorrow, he will be in charge of Omega. I will book the Delta. We agreed to communicate on the radio on a regular basis every 5 hours. Most of the team is unproblematic. But I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us. We've only been here a couple of days and I'm already sick of the good doctor's ramblings. He is only focused on his wife. Vega and I will keep an eye on him. Ja. Also wir haben uns offensichtlich direkt zu Beginn ziemlich unbeliebt gemacht. Nochmal Dosenmilch, auch gut. Brief. Schmerzmittel. Leckere Chips. Dr. Smith, Report Number 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral out of control, and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work. Once again, I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, but I suspect a mental breakdown. Oui. It's getting worse with each day. Should I put him on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Okay, wir sind offensichtlich echt ein ziemliches Problemmitglied gewesen. Da war das. Guck mal an. Ja, wir schlafen jetzt, keine Sorge. Ich wollte mir das nochmal angucken. Wir suchen uns jetzt eins der schönen Bettchen aus. Kein Platz mehr für die Militäraktion. So, jetzt kannst du mal ein bisschen slurpen, bevor du mir wieder ohnmächtig wirst. Gute Nacht. Das ist ja alles äußerst interessant, Leute.
So. Die Gesundheit geht zugrunde. Wieso habe ich hier keinen Platz für meine Militärration? Dann esse ich doch mal eine. Wasser? 3. Ich habe auch ein bisschen Dosenmilch. Da kann ich mir einen schönen Kaffee von machen. Langsam mal was Leckeres essen hier. So, also Tagebuch. Was ist denn hier? Jetzt hier. Was ist denn neu? Finde bessere Kletterausrüstung. Ja, das machen wir gleich. Erstmal will ich jetzt nochmal kurz die Karte angucken. Da war das. Omega. Aber wir sind doch jetzt hier, oder? Nee, wir sind eigentlich hier sein. Kann ich ja relativ leicht rausfinden, indem ich auf die Uhr gucke. 25 West, 34 Süd. 25, 34. Ja, ja, wir sind in diesem Lager. Ich wollte sagen, haben wir das denn... Waren wir da schon? Nö, ne? Da waren wir doch noch gar nicht. Da gehen wir da als nächstes hin. Na, wenn da nicht eine Kletterausrüstung ist. Und da ist ja auch noch was. Lambda 1. Lambda 1 sollten wir vielleicht einfach mal rüberschwimmen. Oh, ist das mega spannend, Leute. Also da, mega viel geiler Scheiß. Da schwimmen wir gleich mal vielleicht zuerst zu Lambda, oder? Was meint ihr? Weil hier ist dann ja wohl nichts mehr. Dann frühstücken wir erst das ab. Und wenn wir hier hingehen, dann werden wir das ja auch noch erschließen. Es macht keinen Sinn, erst hier hinzugehen, dann da hinzugehen, dann wieder zurückzugehen. Deswegen machen wir zuerst Lambda 1. Nice, Leute. Dann speichern wir das einmal. Den Bums. Machen wir mal. Speichern Sie das. Und dann lesen wir uns hier nochmal die Briefe alle durch. Schon wieder von Omolu. Änderung in der Berichterstattung. Aufgrund von Verbindungsproblemen müssen ab sofort sämtliche Berichte als Audiologs aufgezeichnet werden. Berichte müssen eine Nummer, den Namen der des Berichtenden und einen Standort enthalten. Die Anzahl der Berichte bleibt Ihnen überlassen und richtet sich nach eventuellen Entwicklungen. Audiologs werden einmal pro Woche mitsamt den Proben eingesammelt. Das Flugzeug landet weiterhin donnerstags um 12 Uhr. Ah! Audiologs müssen detailliert beschriftet, sicher verpackt und versandbereit an den Piloten übergeben werden. 12 Uhr. 12 Uhr, 12 Uhr. Donnerstags 12 Uhr. Interessant. Steht hier eigentlich ein Wochentag? Natürlich nicht. Doch. Dienstag. In 2 Tagen kommt eventuell wieder ein Flugzeug. Ich vermute, es kommt gar nicht mehr. Aber wer weiß. Betreff Evakuierungsbefehl. Gemäß Bericht Nummer 37 bis 39, die bestätigen, dass die Mission aufgrund des fehlenden Y-Objekts nutzlos geworden ist, bricht Omolu Corp sämtliche Arbeiten in diesem Gebiet ab. Ihr Befehl lautet, die Basis zu evakuieren. Alle Einheiten haben sich am Donnerstag um 12 Uhr an Bord des Flugzeuges einzufinden. Verzögerungen oder eine Evakuierung zu einem anderen Zeitpunkt können nicht berücksichtigt werden. Sämtliche Ausrüstung ist vor Ort zurückzulassen. Sobald die Expeditionsmitglieder zurück sind, müssen sie sich umgehend einer einjährigen Quarantäne unterziehen. What the fuck? Der sie zuvor in ihren Vertragsvereinbarungen zugestimmt haben. Jegliche Versuche, den Quarantänezeitraum zu vermeiden oder abzukürzen, sowie die Weigerung, Tests durchführen zu lassen und abschließende Berichte abzuliefern, werden als Vertragsbruch gewertet. Folgendes ist strengstens untersagt: Kontaktaufnahme mit den Medien, Kontaktaufnahme mit Leuten außerhalb der vorgegebenen, dem Projekt zugewiesenen Gruppe, Kontaktaufnahme mit anderen Forschungseinrichtungen, Offenlegung jeglicher Informationen über den Auftrag von Omolu Corp durchgeführten Arbeiten, Vertragsbrüche und oder Verletzungen der Verschwiegenheitsvereinbarung werden hart bestraft. Alter Schwede, sind das unangenehme Vertragspartner, oder? Sind das unangenehme Leute? Mit denen habe ich hier zusammengearbeitet. Komisch, komisch, popomisch. Aber das haben wir doch gelesen, um sicher zu gehen, ne? Ja. Okay. Dann lass mich mal checken, was es hier noch so gibt, bevor ich abhau. Oh, der Sack da unten, kann ich den aufmachen? Ich würde so gerne diese Militärkleidung haben. Ich verstehe nicht, warum ich die nicht haben darf. Und die Schuhe und so. Passen mir die wahrscheinlich nicht. Ja.
Mehr gibt's hier nicht. Warte, hab ich das schon gemacht? Dr. Smith, Report Number 20. This time regarding Dr. Higgins. After we arrived, our collaboration went smoothly. But Higgins' behavior keeps getting weirder. He wants to talk to me about Mia all the time. He thinks that because I'm a biologist, I'm well-versed in medicine. Mm-hmm. I tried to explain to him that treating people, especially oncology patients, is outside of my area of expertise, but he seems to refuse to acknowledge that. I'm also starting to question his knowledge. Almost every day he shows me new herbs, saying that this time he had definitely found the right ingredient. So far, there's no positive results. He keeps changing his mind and pointing to other plants as if he were guessing. And of course, I'm not rejecting any sample. But I worry that this is a waste of time. End of report. Ich bin offensichtlich ein ziemlicher Loser. Warum bin ich denn so ein Loser? Kleiner Mittagsschlaf, komm, kannst du mal. Nur ein klitzekleiner Mittagsschlaf. Okay, Leute, ich bin echt offensichtlich ein ganz komischer Kauz hier. Was wir jetzt noch machen können ist, einmal einfach straight nach Osten gehen. Da ist natürlich diese Felsformation. Da muss ich mich hier so durchschlingeln. Also erstmal wahrscheinlich... Nee, ich bin ja da. Ich trottel. Da, also einfach nur nach Osten. Straight nach Osten. Das müsste ja eigentlich gehen. Straight nach Osten. Bevor wir das machen... Hier haben wir alles durchwühlt. Die ganzen Papageien hier. Warte mal, leere Dose. Wenn ich die jetzt hier hinbämse. Leere Dose. Leere Dose. Muss doch Wasser reinkommen, oder? Habe ich das nicht schon mal probiert und das hat nicht funktioniert? Weiß es nicht mehr. Ich könnte jedes Behältnis hier nehmen eigentlich, aber die lassen mich nicht. Die haben nicht mal abgespült, ne? Haben nicht mal abgespült, bevor sie abgehauen sind. Sowas kann ich ja ab. Nö. Funktioniert nicht mit dem Wasser. Hätte ich doch mal einfach meine Schildkröten da nicht einfach so achtlos weggeschmissen. So. Ach Leute. Ach, ich habe schon wieder hier irgendwelche Besucher. Da ist er. Bäh, widerliches Viech. So, ich muss die Augen offen halten nach dieser Pflanze. Ich muss hier dann nochmal zurückkommen. Ah, Schildkröti! Yes! Es tut mir echt leid. Aber ich brauch dich. Ich brauch deinen Panzer. Und dein leckeres, leckeres rohes Fleisch. So, gar keine Zeit. Straight nach Osten. Jetzt kommt die... Ah, warte mal. Sporenblüte? Nein, 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 nein. Hier kommt noch ein Kaiman. Dann bin ich sehr beleidigt. Da, ne? Todes Tier. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich nur so ein Ayahuasca mache. Gar kein Problem. Habe ich natürlich schon vorausgeplant und alles mitgenommen. Es war so klar, dass ich Ayahuasca mache. Ich wusste es. Wage ich mich mir mal an so eine... Ja, hör auf jetzt. Du hast jetzt dich hydriert. Das ist doch gut. Ich habe alle Zutaten, die ich brauche. Ist das nicht toll? Für mein Ayahuasca. Mega nice. Außer Lagerfeuer natürlich, ne? Das muss ich hier noch reinschlawenzeln. Pass auf. Hup.
Natürlich gibt es keine mehr. Tolle Wurst. Ah, hier. Das ist auch gar kein Problem. Hack. 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 Baumfeld. So, zwei von den Dingern noch. Gut. So, machen wir noch ein bisschen Feuer. Bin ich mal gespannt. Come on. Come on, dude. Come on. So, Leute, das machen wir noch. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Schön mal die geile Soße richtig reinwämsen. Da ist er wieder, der vorlaute Junge. Wo bist du denn? Da. Ja, ich komm. Ich weiß genau, wo du hinläufst. Ah! Igitt! Du läufst da zu diesem Ding da, wo ich schon war. Wo ich mir eine Hütte gebaut habe. Giddy, 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 ey. Die ganzen Schlangen hier, ey. Ist der Wolf? Okay, da sind wir wieder. What the worst part about this disease is? The doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I just can't. I can't do this anymore. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. I just can't take it. The pain. I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist, and I can't breathe. I just lie there and look at you. On Tuesday afternoon, the police had to intervene after the building security had lost control over the crowd. People tried to get inside, and the car of an employee trying to leave the company's premises was attacked. Patients from around the world who have camped for a couple weeks under the Onlooker headquarters are demanding immediate access to the latest generation cancer drug. They protest against the favored treatment of patients with Brazilian nationality who received treatment in the first place, and for free. Three people were injured, including one of the employees of the company. Their life is not in danger. At present, the police have confirmed the arrest of 5 people. Producer doctors announced victory in fighting against cancer. Starting today, the latest drug from Onlooker is available on market. As proven by research, it works faster and more efficiently than chemotherapy, does not cause any side effects, and reduces the risk of relapse. The company representatives ensure that it also performs well in cases of malignant cancer and extensive metastasis. Keine krebsartigen Veränderungen gefunden. Krass. Okay. Also wir haben es geschafft. Okay, also wir haben tatsächlich ihren Krebs besiegt. Das kam sogar den Nachrichten. Frage ist, warum sind wir dann nochmal wieder zurück in den Dschungel? Vielleicht kam der Krebs zurück und man stellt sich heraus, man muss dann dauerhaft dort leben oder so. Man weiß es nicht. Okay, gibt es eine Menge zu lesen.
Eine neue und bessere Welt. Es ist geschafft. Omulu Corp hat eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eingeläutet. Die Herstellung des revolutionären Medikaments hat begonnen und schon bald wird der Kampf gegen Krebs gewonnen sein. Alles begann mit dem reisenden Jake Higgins, der nach Amazonien ging und das Geheimnis der ewigen Gesundheit zurückgebracht hat. Nachdem er seine Funde mit Omulu Corp geteilt hatte, hat das Unternehmen sofort mit der Erforschung eines neuen Medikaments begonnen, das Krebs ein für alle Mal heilen wird. Eine der schlimmsten Erkrankungen wird bald vollkommen ausgemerzt sein. Es mag schwer vorzustellen sein, doch die Ergebnisse der Tests sind eindeutig. Das Heilmittel wirkt tatsächlich und führt zu einer völligen Genesung. Und das ist erst der Anfang. Die medizinische Revolution nimmt an Fahrt auf und mittlerweile wurde bereits die Forschung zur Ausrottung anderer Krankheiten in die Wege geleitet. Dank Omulu Corp ist das Unmögliche möglich geworden und so stehen wir heute vor einer einzigartigen Gelegenheit, die der Menschheit eine nie dagewesene Langlebigkeit und Gesundheit bescheren wird. Na, ja, wenn das mal dabei bleibt. Brazilian Dream Coming True. Ein brasilianischer Traum wird wahr. Während das brasilianische Pharmaunternehmen Omulu Corp den Bürgern des Landes kostenlos das revolutionäre Allheilmittel injiziert, steht der Rest der Welt mit wachsender Empörung zu, wie die Preise für das Medikament in die Höhe schnellen. Bis vor kurzem kannten nur Leute, die sich für Arzneimittel und ihren Vertrieb interessieren, den Namen Omulu Corp. Doch nun spricht jeder über das Unternehmen. Das Medikament, das die Firma in Rekordzeit entwickelt hat, soll angeblich als perfekter Impfstoff gegen jegliche Art von Krankheiten dienen. Und bei Menschen, die bereits erkrankt sind, stimuliert es das Immunsystem und führt so zu einer kompletten Genesung. So unwirklich das klingen mag, das Internet ist bereits voll mit Fotos und Videos von geheilten Krebs-, Aids- und Lupus-Patienten. Außerdem wurde eine Studie veröffentlicht, welche die enorme Effektivität der neuen Medikamente gegen Ebola zeigt, obwohl diese Krankheit bisher als nicht behandelbar galt. Allerdings hat Omulu Corp medizinische Laboren aus dem Ausland den Zugriff auf das Medikament verweigert, sodass die Wirkung nicht durch Untersuchungen außerhalb Brasiliens bewiesen werden konnte. Kranke und Sterbende auf der gesamten Welt lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. Sie haben Online-Spendensammlungen eingerichtet und hoffen darauf, so die unvorstellbar teure Behandlung finanzieren zu können. Wer gesundheitlich dazu in der Lage ist, reist nach Brasilien in der Hoffnung, eine kostenlose Injektion zu bekommen. Die Warteschlangen an der Grenze werden immer länger und Flugunternehmen schaffen neue Verbindungen nach Brasilien, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Boah, länger Text. Auch wenn Omulu Corp das Medikament in Brasilien umsonst verteilt, sind die Einnahmen der Firma auf mehrere Milliarden Dollar gestiegen. Das Unternehmen besitzt exklusive Rechte an dem neuen Medikament und hält die Zusammensetzung geheim, damit niemand die Formel kopieren kann. Entsprechend kann es die Preise in anderen Ländern nach Belieben festsetzen. Inoffiziellen Berichten zufolge verhandeln nicht nur Importunternehmen aus den USA mit Omulu Corp, sondern auch die Regierung anderer Länder, die ihren Bürgern Zugriff zu dem neuen Medikament verschaffen wollen. Bisher haben es keine genauen Informationen darüber an die Öffentlichkeit geschafft, aber uns ist bekannt, dass Omulu Corp weltweit mindestens eine Zweigstelle pro Kontinent aufbauen will. Zwischen den Weltmächten hat ein Wettrennen begonnen, das über die ersten Standorte entscheiden wird. Der Erfolg von Omulu Corp hat allmählich Auswirkungen auf das gesamte Land. Brasilien war bisher die achtgrößte Wirtschaft der Welt, doch jetzt ist es auf dem Weg an die Spitze. Dank dieser medizinischen Entdeckung wird das Land zu einer Macht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. China hat es bereits hinter sich gelassen und bald schon könnte Brasilien die wohlhabendste und einflussreichste Supermacht der Welt sein. Und das liegt nicht nur an den wachsenden Gewinnen durch das neue Medikament, sondern auch an den rasanten Entwicklungen zu einer gesünderen und stärkeren Gesellschaft. Noch können wir nicht absehen, wohin dieses Experiment, bei dem alle Krankheiten einer ganzen Nation ausgerottet werden sollen, hinführen wird. Aber möglicherweise führt Brasilien eine Weltrevolution herbei. Bui, langer Text, aber es lohnt sich, das zu lesen und ich befürchte, es wird nicht dabei bleiben. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Das weiß ich nicht. Boah, nochmal so ein langer Text. Medizinischer Durchbruch. Omulu Corp wird uns heilen. Nur das Pharmaunternehmen Omulu Corp konnte Jack Higgins davon überzeugen, die Geheimnisse der ewigen Gesundheit zu teilen. Mit der Entwicklung eines neuen Medikaments wurde sofort begonnen. Wir stehen kurz vor einer echten medizinischen Revolution. Higgins ist der erste Mensch überhaupt, der mit dem bislang unbekannten Yabawaka-Stamm in Kontakt getreten ist. Bevor er nach Brasilien gereist ist, musste er alle erdenklichen Impfungen erhalten, sein Immunsystem verbessern, sich auf eine gesunde Ernährung umstellen und diverse Tests durchlaufen, um zu prüfen, ob er völlig gesund war. Denn wenn sich Stämme, die vom Rest der Welt isoliert leben, mit einer Krankheit von außen anstecken, kann ein ganzes Dorf ausgelöscht werden. Selbst wenn es nur eine Erkältung ist. Higgins hat sich dieser Herausforderung jedoch gestellt und dafür sollten wir dankbar sein. Als er sein Ziel erreicht hatte, stellte sich heraus, dass er sich seine ganzen Vorbereitungen hätte sparen können. In dem Buch, das er nach seiner Rückkehr geschrieben hat, stellte Higgins eine sensationelle Behauptung auf. Angeblich erkranken Angehörige dieses Indio-Stammes nie. Mit diesem Satz hat er Hoffnung unter allen Kranken geweckt. Doch letztlich war das Buch nur eine riesige Enttäuschung. Denn den wahren Grund hinter dem perfekten Immunsystem der Indios hat der Autor darin nicht enthüllt. Medizinische Experten zufolge sollen seine Behauptungen nichts als Märchen sein, schließlich liefert er keinerlei Beweise.
Zum Glück kamen auch Unterstützer auf Higgins zu, die das Potenzial hinter seinen bemerkenswerten Behauptungen gesehen hatten. Umulukor hat es geschafft, den Reisenden davon zu überzeugen, sein Wissen mit ihnen zu teilen. Dieses Unternehmen war das einzige weltweit, das mutig genug war, unkonventionelle Forschungsarbeiten einzuleiten, deren Ziel unter anderem die Revolution der Krebsbehandlung ist. Schon bald werden komplizierte Operationen und anstrengende Chemotherapien der Vergangenheit angehören. Die Tatsache, dass zahlreiche Trittbrettfahrer um jeden Preis versuchen, mit dem Yabuwaka in Kontakt zu treten, scheint zu beweisen, dass Jack Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Das Interesse ist so groß, dass die brasilianische Regierung schon um die Sicherheit des Stammes besorgt ist. So werden Zugangsberechtigungen in den Lebensraum der Yabuwaka nicht mehr erteilt. Zudem haben die Behörden weitere besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und Teile des Dschungels zu einem Reservat erklärt, damit unautorisierte Dritte den Stamm nicht gefährden können. Die Yabuwaka werden von jeder Seite aus gut geschützt. Dank Higgins und Umulukor wurde eine medizinische Revolution in Gang gesetzt, die zur Beseitigung von bislang nicht behandelbaren und oft tödlichen Erkrankungen führen wird. Sobald sie vollzogen ist, wird ein gewisser bescheidener Reisender nicht nur die Geschichte des medizinischen Fortschritts, sondern auch die der gesamten Menschheit angehen. Ich habe mich versucht zu beeilen, denn es ist ein sehr langer Text. Und teilweise wiederholt sich das alles. Werden die Entdeckungen von Jack Higgins die Welt retten? Niemand hat geglaubt, dass Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Heute wissen wir, dass Umulukor mit Hilfe seiner Entdeckung die Welt verändern und die Menschheit von der Behörde der Krankheit und des Leids befreien wird. Sammy leidet an akuter lymphoblastischer Leukämie. Es ist erst 4 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens im Krankenhaus verbracht, wo er eine Chemotherapie und Ellosanatisch ertragen musste. Eine Knochenmarktransplantation ist seine beste Chance auf Genesung, doch Sammy ist, wie tausende andere Kinder, noch für den Eingriff geeignet. Der Kampf um die Leben dieser jungen Patienten ist ein grausames Rennen gegen die Zeit. Völlig unerwartet hat sich nun Umulukor eingeschaltet und zeitnah Veröffentlichung eines neuen Medikaments angekündigt, da die Handlung von Krebs so leicht wie die Heilung der Erkältung machen soll. Das ist ein paramedizinischer Durchbruch, der das Schicksal der Menschheit verändern wird, indem er einer der schwersten Krankheiten überhaupt auslöschen wird. Die Forschungsarbeiten des Unternehmens haben große Hoffnung geweckt. Unerbare kranke Patienten haben sich schon vor dem Hauptsitz Umulukor versammelt, in der Hoffnung, als erstes für die Tests ausgewählt zu werden. Offiziell hat das Unternehmen gesagt, es sei noch zu früh für Experimente an Menschen, doch Zeugen berichten, wie bereits geteilte Patienten ihr Hauptsitz verlassen haben. Aufgeregte Berichte über die unglaubliche Wirkung des neuen Medikaments ziehen eine Flut aus verzweifelten Leuten an, die bereit sind, sich den Rest ihres Lebens in der Warteschlange auf Wundermittel zu verbringen. Und Leukämie ist nur der Anfang. Das Unternehmen hat verkündet, dass auf Grundlage von Jack Higgins Forschung weitere Medikamente entwickelt wurden, um andere wunderbare Krankheiten zu ermetzen. Es ist wirklich großartig, dass das Heilmittel für Millionen kranker Menschen im amazonischen Wald oder in den Angehörigen eines völlig isolierten Stamms gefunden wurde. Allein der Gedanke klingt so absurd, dass doch kein angesehener Wissenschaftler darüber gesprochen hat. Also allein Jack zwar mutig genug, um sich für die Entdeckung der Revolution Heims auf eine längere und gefährliche Reise zu geben. Gibt es wirklich Hoffnung für Sammy? Aktuelle Prognosen der Ärzte sehen seine Genesungschancen bei 20%, wohingegen das neue Medikament zu 100% der Fälle zur Heilung führen soll. Falls der Junge schnell genug bekommt, kann er sich auf ein langes, normales Leben freuen. Auch wenn eine Welt ohne Krankheiten immer noch wie eine Vorstellung aus einer Science-Fiction-Film klingt, sind Jack Higgins und Umulukor den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums gegangen. Okay, Leute, ihr könnt es ja auch selber lesen, indem ihr auf Pause drückt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen beschleunigt, weil eigentlich überall das Gleiche jetzt am Ende noch stand. Crazy shit. What price? What did we? What did I do? Tell me, please. Boah, das ist viel Text. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Umulukor bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat. Und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. Die Medizinexperten der Welt sind über diesen Bruch mit gängigen Verfahrensweisen empört und gleichzeitig um die Sicherheit der Patienten besorgt. Am Dienstag hat die WHA die Handlungsweise von Umulukor offiziell verurteilt, denn das Unternehmen hatte zuvor in rekordverdächtigem Tempo ein neues Medikament auf den Markt eingeführt. Laut einem Sprecher der WHA ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle nötigen Tests durchzuführen und sich an die internationalen Richtlinien für neue Medikamente zu halten. Unterdessen ist der Präsident von Brasilien mit dem Unternehmen zur Seite gesprungen und hat bestätigt, dass das Medikament vom zuständigen Amt zum Verkauf freigegeben wurde. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwerkranke nicht viele Jahre auf eine effektive Behandlung warten könnten. Kay Kwiatek, der CEO von Umulukor, ließ verlauten, dass das Medikament geprüft worden und sicher sei. Außerdem soll es außergewöhnlich effektiv gegen Krebs sein. Angeblich führt das Medikament zu einer vollständigen und raschen Erholung und verändert gleichzeitig, dass Rückfälle und Metastasen entstehen. Deshalb wurde die vermeintlich überstürzte Markteinführung auch von Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt. Der Weg von der Entwicklung zur Patienten... Warte, da fehlt was. Die Entwicklung eines Medikaments beginnt damit, dass nach neuen Wegen zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder eines Syndroms gesucht wird. In der ersten Phase werden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihre Heil- und Versorgungspotenzial untersucht. Danach werden aus diesen Substanzen die vielversprechenden ausgewählt. Mit ihnen werden vorklinische Tests am lebenden Gewebe oder Bakterien durchgeführt, die etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Erst in der nächsten Phase werden die sorgfältig ausgewählten Substanzen Menschen in einer Reihe von streng regulierten klinischen Tests verabreicht, die bis zu 6 Jahre dauern. Erst dann kann ein Pharmaunternehmen einen Auftrag auf Registrierung des Medikaments stellen. Dieser wird wiederum 1,5 Jahre lang vom zuständigen Behörde geprüft. Also, sobald der Antrag bewilligt wurde, beginnt die Herstellung des Medikaments, bevor es dann eingeführt wird. Doch damit ist es noch nicht getan. Jedes offiziell verfügbare Medikament wird ständig und streng kontrolliert. Okay, lange Texte. Ich habe mir das schon gedacht, das Problem ist ja nicht, dass sie die Schwerkranken sofort impfen. Das macht ja Sinn, weil die haben nichts zu verlieren. Gib ihnen den Scheiß. Aber die komplette Bevölkerung flächendeckend präventiv zu impfen, bevor das Medikament über einige Jahre seine Wirkung hat zeigen können. Das ist natürlich völliger Quatsch.
So meine Meinung als Experte. So, ist hier noch irgendwas? Offensichtlich nicht. Noch ein Artikel, alter Schwede, ey. Unknown Virus detected in Brasilien. Seht ihr, Leute, da geht's dahin. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht. Vor einer Woche haben brasilianische Krankenhäuser Fälle eines bislang nicht identifizierten Virus gemeldet. Bisher gab es ein Dutzend bekannter Fälle. Aus Sicherheitsgründen wurden die Patienten isoliert. Die meisten von ihnen befinden sich im Koma und die Ärzte stufen ihren Zustand als ernst ein. Tests sollen das Virus und seine Mutation identifizieren. Aktuell werden die Symptome der Patienten behandelt, damit sie sich besser fühlen. Die Behörden fordern Bürger, die verdächtigen Symptome feststellen oder mit erkrankten Personen in Kontakt waren, dazu auf, sich im nächsten Krankenhaus untersuchen zu lassen. Woher kenne ich diese Geschichte? Zwei der ersten Symptome einer Ansteckung sind hohes Fieber und blasse, blaue Läsionen unter der Haut. Weiterhin versichern die Behörden, dass die Situation unter Kontrolle ist und kein Risiko eines Ausbruchs besteht. Ja, da geht's dahin, Leute, ne? More infected. Ach du Scheiße. Weitere Infektionen mit neuem Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, der Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich wurden die Erkrankten isoliert untergebracht, doch es gibt nicht genug Isolierstationen für alle Betroffenen. Ganze Stationen und sogar Krankenhausflügel werden zu Quarantänezonen umfunktioniert. Unglücklicherweise konnten die Bemühungen des medizinischen Fachpersonals nicht ausreichen, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Viele Leute halten sich selbst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch zu Hause auf. In den Straßen oder an öffentlichen Orten und verbreiten den Virus so noch weiter. Am schlimmsten ist die Lage in den ärmsten Viertels und Favelas. Die schlechte sanitäre und gesundheitliche Versorgung sorgt zusammen mit der misstrauischen Einstellung der Bürger gegenüber den Behörden dafür, dass der Virus in diesem Gebiet noch schwerer unter Kontrolle zu halten ist. Der Gesundheitsminister hat der Öffentlichkeit versichert, dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Virus arbeiten. Gleichzeitig wurde eine Sondereinheit einberufen, die Ursprung und Ursache des Ausbruchs bestimmen soll. Der Präsident von Brasilien behauptet, die Situation sei unter Kontrolle. Gleichzeitig bittet er die Bürger darum, sich an strikte Sicherheitsmaßnahmen zu halten und öffentliche Orte bestmöglich zu meiden. Verschiedene große Events wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und Kindergärten und Schulen werden immer schlechter besucht. Trotz der Beruhigungsversuche durch die Behörden steht Brasilien am Rand des Chaos. Ja, es ist aktueller denn... Och, Leute, nicht noch mehr, bitte! Warum muss ich das alles... Outbreak of unknown disease, spiraling out of control. Naja, man erkennt, wo es hingeht, ne? Ausbruch unbekannter Krankheit gerät außer Kontrolle. Es ist noch nicht lange her, dass Brasilien auf dem Weg zur größten Supermacht der Welt war, doch nun steht das Land am Rande des Zusammenbruchs. Eine mysteriöse Krankheit hat bereits 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch über die Grenzen hinaus ausweitet, könnte diese Krise den gesamten Kontinent verschlingen. Aufgrund der tragischen Situation in Brasilien haben Nachbarländer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. Die Grenzen werden durch zusätzliche Einsatzkräfte kontrolliert und offizielle Übergänge wurden abgeriegelt. Ausreißer, die das Land auf illegalem Wege verlassen wollen, werden festgenommen und zurückgeschickt. Auch der Rest der Welt hat Auflagen erhoben. So verkehren von den meisten Flughäfen keine Flüge mehr nach Brasilien. Auf einer Sonderkonferenz, die durch Vertreter der WHA von der ganzen Welt einberufen wurde, wird darüber diskutiert, wie eine weitere Verbreitung des Virus verändert werden kann. Einer der ersten Vorschläge beinhaltet verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Isthmus von Panama. Geografisch gesehen handelt es sich hierbei um den am ehesten geeigneten Ort, um den Ausbruch zu stoppen, denn die Epidemie hat Kolumbien bereits erreicht. Zu den anderen Vorhaben gehören die Einrichtung von Stacheldrahtzäunen oder gar eine Mauer, die von Küste zu Küste reicht. Auch über den Einsatz von umfangreichen militärischen Streitkräften wird beraten. Die Hilflosigkeit der WHA im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle bisher besprochenen Lösungen zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder von der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effizienten Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat zum enttäuschenden Ergebnis geführt, die der Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. Alter Schwede! They are isolating the entire continent. Alter Schwede. Okay, ich hatte nicht gedacht, dass diese Ayahuasca-Episode so lang dauert. Autsch. Au. Stadt.
Jake Higgins. Ach du Scheiße. Jake Higgins Mörder. Seine Entdeckungen hätten die Welt retten sollen. Stattdessen haben sie 150 Millionen Todesopfer gefordert. Alter Schwede! Ach, und er tat es nur aus Liebe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What the fuck? Ist das der Anfang? Doesn't look like you're gonna need this. Leute, ah nee, das ist da. Okay, zum Glück habe ich hier direkt ein Speichergerät, weil ich speichere jetzt direkt, denn es ist schon sehr, sehr spät, Leute. Ich dachte für einen Moment, das wäre die Höhle, bei der wir begonnen hatten seinerzeit. Okay, ihr Freunde dieses großartigen Spiels. Das war eine weitere Folge Green Hell. Ereignisse überschlagen sich hier. Boah, alter Schwede. Wir wollten ein Heilmittel entdecken und haben stattdessen halb Südamerika ausgerottet. Aber ganz ehrlich, die Schuld sehe ich nicht nur bei uns. Weil wenn die Pharmaindustrie da so verfrüht in dieses Medikament geht und am Ende wird das Medikament ja vermutlich dann auch Auslöser gewesen sein für diese Pandemie, dann ist das ja nicht nur Jake Higgins Schuld, sondern auch irgendwie ein bisschen Schuld, finde ich, aller Beteiligten, die da so schnell auf die Tube gedrückt haben. Aber das hat die Story massiv vorangebracht gerade. Also jetzt sind wir offensichtlich in den Dschungel zurückgekehrt, um ein Heilmittel für diesen Virus zu finden. Aber es gibt noch einiges zu entdecken. Also da fehlen noch viele Bruchstücke. Aber es ist sehr interessant. Und mit dieser Wendung hätte man nicht unbedingt rechnen können. Ihr Lieben, das war Green Hell für heute. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wenn wir wieder mehr erfahren zu dieser Katastrophe. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.